So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Wir laufen heute mal wieder Richtung Osten. Eigentlich müssten wir ja eher Richtung Brücke laufen, weil wir müssen ja da gleich irgendwie den Fluss überqueren. So, dann gucken wir, dass wir heute unser Moped kriegen. Sollte ja eigentlich funktionieren. Wenn wir es denn finden, das ist so das große zweite Ding, ne? Das müssen wir ja auch erstmal alles finden. Aber wir könnten ja auch mal hier gucken. Hier bin ich immer nur vorbeigebrettert. Ich weiß halt nie wirklich, lohnt sich das hier mal anzuhalten und zu gucken, was es hier gibt. Aber so wie es gerade aussieht, hier sind noch zwei Kisten. Also ich würde gerade mal sagen, so wie es jetzt gerade aussieht, lohnt sich das nicht. Also man kann hier liegen, vorbeifahren. Also irgendwas Brauchbares haben wir jetzt hier nicht gefunden, oder? Bis jetzt. Ja, eigentlich gar nichts. So, hier ist auch nichts drin. Wir nehmen schon mal das Schwert in der Hand, weil ich habe hier irgendwo einen Zombie gehört. Der kommt bestimmt. Da ist er doch. Gleich. Der braucht wieder zweimal. Ja, Weintrauben hätten wir hier. Ob die jetzt wirklich es wert sind, hier anzuhalten, wage ich zu bezweifeln. So, obwohl hier haben wir noch drei Fässer, aber das wird wahrscheinlich das gleiche Spiel sein. In den Fässern ist nichts, hier wäre noch ein Apfel. Ich sehe es schon kommen. Vermutlich sind wir gleich dann schon wieder überfressen oder so. So, auf jeden Fall ist Obst gesund. Ne, boah. Deshalb hauen wir das einfach mal rein. A3, das wäre da hinten. Kommen wir nicht dran. Oh Gott. Ja, beim letzten Mal habe ich noch dran gedacht, das Fahrrad und das Moped zu bewegen. Und dann habe ich es doch wieder vergessen. Und jetzt sind sie halt weg. Dann müssen wir jetzt halt das Neue mitnehmen. Gucken wir mal, ob wir es jetzt überhaupt finden. Das wäre es jetzt noch. Wir kommen an dem Moped weg. Dann oder wir finden es nicht. Das wäre natürlich auch sehr schlecht. Den haben wir den ganzen Weg umsonst gemacht. Und müssten dann wieder komplett zurück. Zu Fuß. Ja, und ich sage, also ich fand es wirklich halt damals besser, wo halt auch noch in der Wildnis Zombies gespawnt sind. Weil du musstest halt dann jetzt auch hier in der Wildnis aufpassen. Ne? Jetzt heutzutage kannst ja durch die Wildnis laufen und es passiert gefühlt irgendwie gar nichts. Das sei denn, du hältst hier an so einem kleinen Spot, wo auch ein bisschen Loot ist. Wo dann Zombies spawnen, aber ansonsten hast du in der Wildnis irgendwie gefühlt gar keine Herausforderung mehr. Wenn du mal Glück hast oder Pech hast, je nachdem wie man es sieht, also natürlich Pech, wenn man nicht bewaffnet ist, Glück, wenn man bewaffnet ist, ist, dass du vielleicht mal einen Bären siehst oder ein paar Wölfe. Aber das habe ich bis jetzt ja auch noch nicht gehabt. Also genauso merkwürdig. Das sind vielleicht noch ein paar Herausforderungen, aber wie gesagt, die sind ja eigentlich total selten. Und wir hatten damals auf unserem Server, hatten wir die ja auch auf komplett hochgestellt und ich hatte da auch kaum Begegnungen mit den Viechern. Also es ist schon ein bisschen schade. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Weil so ist es jetzt eigentlich nur noch ein Spaziergang durch die Natur oder ein Laufen durch die Natur mit Begegnungen an irgendwelchen Spots. Ich hoffe, dass sie das irgendwie bei 1.0 wieder reingepatcht kriegen, dass man auch in der Wildnis wieder Zombies hat. Also der letzte Airdrop, den wir ja die Tage, was heißt die Tage, gestern hier hatten, hier unten, da irgendwo,
war ja auch nicht so ergiebig. Wir hatten jetzt zwar eine Wall und eine Autobatterie. Können wir die eigentlich? Ne, die können wir immer noch nicht zerlegen. Warte mal, wir könnten uns aber, wenn wir jetzt unterwegs ein paar Steine finden, eine Axt bauen und dann das Ding zerkloppen. Jo, Hammer. Dann machen wir das Ding. So. Stellen wir schon mal kurz her. Weil dann haben wir da auch nicht mehr so viel Platz verbraucht. Ja, okay. Jetzt bräuchten wir noch ein Büchlein. Ja. Dann gucken wir mal hier, dass wir hier durchkommen. Okay, wir pausieren auf Steine. Bam, 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 bam. Ich sehe hier doch, da hinten wären Bücher, aber es liegt nicht auf unserem Weg. Wir laufen jetzt weiter östlich. So, dann ja, ich bin ja mal gespannt. Hier hatte ich irgendwann mal die Gegnung mit Wölfen und ich glaube sogar einem Bären, aber bis jetzt höre ich und sehe ich nichts. Gut, das mit dem Hören, das ist so eine Sache, ne? Es könnte natürlich auch sein, dass die Viecher wieder verbuggt sind oder der Zaun verbuggt ist. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, dass dann plötzlich die Viecher vor dir gestanden haben und du hast sie nicht, noch nicht mal gehört, noch nicht mal, wenn sie vor dir standen. Das hatte ich leider auch schon ein paar Mal. Das würde zumindest erklären, warum ich die nie sehe oder so. Oder nicht finde, weil das ganze Viehzeug irgendwie wahrscheinlich vielleicht verbuggt ist, man die nicht hört und ihr dann deshalb auch nicht jagen kann oder so. Das wäre noch eine Möglichkeit. So, dann in kleine Stöcke zerschneiden. Und dann sollten wir jetzt gleich auch mal kurz das Schwert wieder reparieren. Sehr schön, dann machen wir jetzt hier ein Seil wieder. Danach craften wir uns die Axt. So. Und dann gucken wir, dass wir jetzt das Riesending hier mal zerlegt kriegen. So. In die Hände nehmen. Okay, das geht damit auch nicht. Das heißt, wir müssen. Da braucht man einen Knüppel für. Das heißt, wir fällen dann jetzt erstmal einen Baum. Dass man nicht alles tut, um so eine blöde Bleiplatte zu zerlegen. Ne? Nein, eine Batterie zu zerlegen in Bleiplatten, so rum was. So, dann bitte das hier in Holzbretter zerteilen. Crafting, wo haben wir denn die Holzknüppel? Hier, Kinder. Sag ich ja, dann einmal herstellen. So, den in die Hände nehmen. Damit kriegen wir dann jetzt die Bleiplatte zerlegt. Ich weiß zwar nicht, warum das mit der Axt nicht geht, aber okay. Also. Agile. So, dann können wir auch das AS Wolding runternehmen. Das Ding schmeißen wir weg. Fallen lassen, so. Die brauchen wir ja auch nicht. Eigentlich wollte ich die Axt bauen, um die Batterie zu zerlegen, aber ja. Ich weiß nicht, warum man mit dem Knüppel die Batterie zerlegen kann, aber nicht mit der Axt. Eigentlich ein bisschen, ja, Schizo, aber egal.
Dann gucken wir jetzt, dass wir das Moped finden. So, ja, da brauchen wir auch gar nicht erst halten. Da gibt es auch nicht wirklich viel drin. Das ist Fakt. Achso, nee, ja, siehst du, das ich habe falsch geguckt. Ich war bei HP, die ich gerade geguckt habe, die auf 100% waren. So, jetzt können wir weiter. Achso, Moment. Ja, doch, kommt so halbwegs hin. Bin, glaube ich, sogar noch ein Stück darüber. Ein Hochsitz. Die, glaube ich, auch nicht mehr wirklich brauchbar sind. Also früher hat man ja mal da, weiß ich nicht, Bogen oder sonst was drauf gefunden. Findet man heutzutage ab und an auch mal, aber meistens eigentlich nur noch Blödsinn. Stofffetzen oder Wollhandschuhe. Genau, hier braucht man auch bestimmt Wollhandschuhe. Ja. Ja, ich sage, die Lootverteilung, die damals überarbeitet haben, ist ein bisschen merkwürdig. Aber ja, die sind ja wieder, wie gesagt, an der Überarbeitung der POIs und der Lootplätze und überhaupt. Hoffen wir, dass es diesmal ein bisschen besser hinkriegen. Und der Loot halt mal wieder besser ist und besser verteilt und überhaupt. Wir müssten aber schon fast da, was heißt fast da sein, aber zumindest am Schrottplatz sein, ja, und dann müssen wir gleich nur noch gucken, dass wir unsere Baumarkierung finden, die wir hoffentlich noch irgendwie haben. Ja, drei Stück sogar, das ist sehr gut. Das hat doch sehr gut geklappt. Wollen wir zumindest mal gucken, ob es so weitergeht. So, die Straße hatten wir schon mal und wir hatten das Moped rechts ins Waldgebiet gepackt, ne? Ich glaube sogar an der hinteren Einfahrt irgendwo. Oder war das die mittlere Einfahrt hier irgendwo? Könnte auch die mittlere Einfahrt gewesen sein. Da fängt es schon an. Ich weiß auch nicht mal mehr, wo ich das Zeug abgestellt habe. Es kann gleich lustig beim Suchen werden. So, ach so, sind schon wieder fertig. Dann machen wir weiter. So, Durst haben wir nicht. Hunger haben wir angeblich schon wieder. Ich weiß noch nicht warum. Wir verarbeiten noch die Kohlroulade. Und der erzählt mir schon wieder, wir haben Hunger. Da kann irgendwas nicht sein. Wenn wir jetzt natürlich auch noch den Big Mac. Ne, Cheeseburger. Big Mac. Mhm. Cheeseburger natürlich. reinhauen würden, wäre das schon wieder viel zu viel. Das, ich weiß das.
Aber auch hier ist nicht wirklich viel hochgegangen jetzt in der Zeit, ne? Leider, schade. So, warte. So. Sieht man hier irgendwo meine Blaupausen? Das ist so die Frage. Obwohl, ich glaube, wir sind hier reingefahren, ne? Menno, ich brauche Blaupausen. Da wäre ein Pilz, aber nein, den wollen wir jetzt nicht. Ich suche eigentlich die Blaupausen fürs Moped. Oh Gott. Ich sehe es schon, komm, wir finden es nicht mehr wieder. In der Zeit, wo wir hier liegen, könnten wir uns ja mal ein bisschen umschauen. Aber ich sehe noch keine Blaupause. Ist aber echt wieder gut hingekriegt. Jo, dann jetzt. Oh Gott, ey. Es läuft wieder. Aber auch hier keine Blaupause, wenn ich ehrlich bin, ne? Ah. Aber ich glaube auch tatsächlich, wir sind gar nicht hier gewesen. Obwohl doch, guck mal hier, ha, gefunden. Waren wir doch am oberen Eingang? Okay. Es ist gut, wir haben das Motorrad gefunden. So, halt, das heißt, wir können jetzt auch, wo ist das Crafting, die Dinger hier wegmachen. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So, dann bringen wir das Ding mal nach Hause, wa? Oder wir zerlegen das Ding und sterben dabei. Das könnte natürlich auch passieren. Natürlich nicht so toll wäre. Lass uns mal irgendwo hier durch abkürzen. Uiuiui. Also ich sage, dass man jetzt mit den Mopeds hier so Sprünge vollziehen kann, das finde ich schon ganz gut. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, aua, ist, dass bis jetzt die Shopper noch nicht zurück ist. Also die Shopper fehlt mir ganz definitiv. Weil ich bin eigentlich, ja, bis jetzt immer ungern hier die Crossmaschine gefahren, obwohl es jetzt so ein bisschen Spaß macht. Aber ich fand die Chopper hier so ein bisschen gechillter über die Map fahren und so, fand ich eigentlich immer schon viel, viel geiler. Ich hoffe, die kriegen die bald wieder fertig und rein. Aber es hat, finde ich, bis heute doch ganz gut geklappt. Also kann man nicht meckern. Wir sind doch ganz gut durchgekommen. So, kurz, warte, wir stellen uns kurz an die Seite. Ich wollte mal gucken hier. Airdrop in der Nähe, der A3 ist immer noch da. Und das war's, glaube ich, ne? Ich sehe sonst auch definitiv einen zweiten. Ah.
Doch, da oben in B2, aber der ist ja noch bescheidener. Nee, das machen wir nicht. Dann fahren wir jetzt erstmal Richtung Heimat und gucken, dass wir da gleich irgendwie ein bisschen drauf achten. Ja, ich übersehe das immer. Ich weiß nicht warum, aber ich übersehe jedes Mal, wenn die Airdrops runterkommen. Manchmal sehe ich es, dann fällt es mir auf, aber einen Großteil davon übersehe ich tatsächlich. So. Ich würde ja mal interessieren, nehme ich Gesundheit das. Ja, nein, wo ist denn das jetzt? Warte. Kondition, nein, da, Motorradfahren. Sind wir bei 56%. Wir sind noch nicht mal Anfänger. Das ist auch geil. Ups. Das heißt, wir müssen vielleicht mal ein bisschen mehr Moped fahren. Könnten ja eigentlich auch mal gucken. Also ich habe es definitiv jetzt noch nicht gemacht, aber man könnte ja tatsächlich mal gucken. Mit dem Moped ins AKW. Ich glaube, dafür fahren wir auf jeden Fall gleich erstmal zum Händler, kaufen uns so eine Tasche. In die Tasche passen, glaube ich, zwei Rucksäcke. Wenn ich das recht in Erinnerung hatte, dann könnte man auch tatsächlich mal gucken, mit dem Moped ins AKW zu fahren. Ja, ich glaube, das nehmen wir mal in Angriff so für die nächste Woche. Oder wir sind ja immer wegen viel Loot anscheinend ins AKW gefahren und wollten da immer viel rausnehmen, bis das Loot immer nur ein Auto gebrettert. Aber wenn man mal ehrlich ist, im AKW haben wir kaum Loot rausgeholt. Ja, meistens hier die, was sind das, Uran oder so Dinger? Hast du Uran? Ne, Moment, das ist, glaube ich, auch wirklich ein Blackbird-Ding. Warte. Nee, was mache ich denn hier gerade? Gegenstände da. Doch, Uran. Siehst du, Uran war es. Ich habe doch mal das behalten. Meistens sind wir wegen dem Uran dahin gefahren. Und das kann man ja eigentlich auch mit dem Moped machen. Dann haust du dir einen Rucksack voller Brecheisen und dann gib ihm da hoch. War hier noch nie gucken. Ich weiß nicht, was diese Medical Care Geschichte ist. Medical Care Center. Vermutlich abgeschlossen oder so. Ich bin da fast sogar sicher. Wir gehen einfach mal gucken. Öffnen? Okay, hier ist offen. Zimmer frei, hier kann man schlafen. Das ist verschlossen. Okay. Auch verschlossen? Schade. Wäre ja schön gewesen, man hätte hier so ein bisschen... Inventar öffnen, da ist noch nichts drin. Auch nichts drin. Schade eigentlich.
wäre ja schön, wenn die Dinger voller Medizin gewesen wären oder so. Dass man sich zumindest, also natürlich nicht übertreibt und hier alles plündert, ne, sondern einfach mal so ein bisschen vielleicht rausnehmen könnte. Das wäre ja, aber nein. Tja, sehr schön. Okay, hier geht's auch rein. Das ist ulkig. Von da unten ist verschlossen, aber hier oben kommt man rein. Hä? Hier ist auch auf. Okay. Oh, Mac. Hier ist auch auf. Hier ist auf. Notiz an die Admins. Ihr müsst hier oben auch zumachen, sonst kommt man hier trotzdem rein. Verschlossen, öffnen. Okay. okay. Der ist verschlossen. Auch verschlossen. Also, Admins oder wer auch immer das hier ist, ne? Vielleicht ein bisschen nachbessern. Man kommt von hier aus zwar nicht rein, aber man kommt so rum rein. Ihr solltet da vielleicht oben auch ein paar Schlösser ran machen. Also ich, auch wenn man jetzt die Fahne hätte übernehmen können, ich hätte vielleicht geguckt, wem sie gehört, aber ich hätte nicht übernommen, weil das ist halt nicht mein Stil. Oh, nee, falsch. Junger Mann, Sie müssten vorne aufs Moped, das wäre besser. Nein, nicht einsteigen, fahren. Och Mann. Wenn ihr nur einsteigst, dann sag mir doch mal bitte, wer fahren sollte. Ist doch... Hm? Ah, so. Okay. Ich weiß natürlich nicht, was hier passiert, wenn vielleicht Spieler da sind oder der Besitzer oder Admin oder sonstiges. Vielleicht kann man da sich medizinisch verhandeln lassen, ja. Vielleicht ist es aber auch gedacht, wenn man das Airfield looten will oder so. Dass man da vielleicht, obwohl, ne, die Betten, die kann man ja nicht, das, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben die das gedacht als Spawnpunkt, aber ist ja auch blöd, weil das kann ja eigentlich immer nur der da spawnen, der das Bett dahingestellt hat. Oder man stellt sich da halt noch so ein Bett hin. Ja, das ist schon ein bisschen... Also ich meine, die Schränke da sind die gar nicht verkehrt, ne? Dann brauchst du ein Schloss mitnehmen, könntest du eigentlich dein ganzes Zeug da einschließen und dann könntest du versuchen, mit selbst gecrafteten Pfeil und Bogen oder so das Airfield zu betreten. Im Flugzeug. Wenn du stirbst, hast du halt deine Sachen da safe. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Obwohl, wir waren gerade am Schrottplatz, ne? Eigentlich hätten wir ja zwei Räder für ein Fahrrad mitnehmen können, falls wir mal ein Fahrrad finden. Aber naja, gut, dafür jetzt nochmal zurück, habe ich nicht wirklich Lust drauf. Ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal zum Händler fahren, gucken, dass wir diese Taschen kaufen fürs Motorrad. Ich weiß nicht, ich glaube, ein oder zwei von den großen Rucksäcken passten da rein. Und dann würde ich sagen, bereiten wir schon mal das Zeug so weit vor zum Aircraft, ach Quatsch, Aircraft, Kernkraftwerk Raid am Montag, Dienstag. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. So. Wer baut denn jetzt hier in meiner Nähe? Neubausiedlung, GOP. Aha.
Ich könnte ja mal versuchen, da so drüber und so, ne? Aber nein, das lassen wir vielleicht besser mal. Aber es könnte funktionieren. Aber was ist GOP? Okay, die haben sogar zwei Flugzeuge. Drei Flugzeuge, das ist auch nicht schlecht. Donnys Kneipenkeller. Ist aber nicht der Donny von... Iceman's Eisdiele, okay. Shadows Butze, ja. Airport Gamers ohne Plan, okay. Ja, ich würde sagen, die haben ganz, ganz viele Besucher. Ah, die haben ganz viele Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, was Greeny hier eingestellt hat an Fahrzeugen. Aber es ist schon wirklich, doch. So. Dann wollen wir noch aber Gamers ohne Plan ist schon ein geiler Squad-Name. Und ganz ehrlich, ich muss mittlerweile sagen, ich bin hier, glaube ich, langsam auch Gamer ohne Plan, weil ich weiß langsam auch nicht mehr, was wir hier großartig noch in Scam machen sollen. Weil wir haben ja schon fast wieder alles gemacht. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nächste Woche jetzt mal gucken, dass wir... Aua! runter da. So, dass wir nächste Woche auf jeden Fall mal ins AKW fahren und vielleicht nochmal einen neuen Bunker machen oder so. Aber dann haben wir im Großen und Ganzen auch wirklich schon wieder tatsächlich alles gemacht und so langsam gehen mir dann auch die Ideen aus. Bin ich ja ganz ehrlich. Aber müssen wir mal gucken. Hallo. Warum rutscht das Ding so beiseite da? So, junger Mann, hier, please. Ich bräuchte gerne einmal so eine Tasche. So, dann geben Sie mir bitte... ja... Nee, das ist alles falsch. Und ich sage also, wenn man sich das hier anguckt, ne, die Shopper hier, die hätte ich ganz gern wieder. Aber irgendwie kommt die nicht. Das ist voll gemein. Das ist auch falsch. Werkzeuge reparieren. Nein, das ist auch falsch. Sonstiges. Genau, die hätten wir gern. Small Storage Pack.
Was mich allerdings tatsächlich wundert, bin ich auch ganz ehrlich, es fehlt hier irgendwie noch ein mittleres Ding, oder? Wir haben hier ein kleines, wir haben hier ein großes, aber mittleres fehlt. So, kaufen. Dann in die Hände nehmen. Ja, bitte einmal anbringen hier. Ja. Wunderbar. Und dann gucken wir hier nochmal. Passen da zwei rein? Okay, da passt noch nicht mal einer rein. Das ist scheiße. Auch das ist doch blöde. Das ist echt blöde gerade. So, dann das Ding da rein. Schloss. Schloss entfernen. Wir machen mal unsere Schlösser wieder heile. Schloss entfernen. So, dann das Ding da rein. Schloss. Schloss entfernen. Dann da auch wieder rein. Schloss. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt wieder. Es ist nur schade, dass da irgendwie noch nicht mal ein Rucksack reinpasst. Wir könnten natürlich mal gucken, ob wir hier so einen selbstgebastelten Lederrucksack reinkriegen. Aua. Vielleicht würde das ja helfen. Noch so der einzige Gedanke, der mir kommt. Ein selbstgebauter Lederrucksack. Uiuiuiuiuiui. So, ja. Hat gut geklappt. Also mit viel Glück, ne, kann man hier Verfolger abhängen. Egal, Hauptsache man hat jetzt Taschen, aber so also wirklich toll finde ich die jetzt aber auch nicht. Also klar finde ich es toll, dass wir jetzt Taschen haben, wo wir Zeug noch zusätzlich reinpacken könnten, aber ich finde es gerade tatsächlich ein bisschen nur zu wenig Platz, weil noch nicht mal Rucksack reinpasst. Der Meinung, beim letzten Mal hätten wir da einen Rucksack reingekriegt, aber es kann auch täuschen, dass ich wieder irgendwie an der Shopper hänge. Weil die Shopper hatte ja damals auch irgendwie, dass man da zupacken konnte. Es könnte natürlich sein, dass da der Rucksack reingepasst hat. Ich bin mir da aber jetzt auch nicht so sicher. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich zu viel spekulieren. Lassen wir uns die Tage auf jeden Fall irgendwas einfallen, wie wir es hinkriegen. Na, ich würde sagen, lass mich mal gucken. Wir könnten natürlich gucken, dass hier vielleicht unser Zeug reinpasst, was wir dann so tragen. Wenn wir den Anzug anziehen, dann schmeißt er ja immer einiges weg. Dass wir gucken, dass wir das vielleicht dann da reinkriegen, dann hätten wir nämlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz im Rucksack. Ich glaube, meine Überlegungen, oder ich hoffe, meine Überlegungen sind jetzt so halbwegs richtig. Wir gucken uns das einfach mal an. Wir haben ja, heute ist Donnerstag, wir haben ja morgen noch einen Tag Zeit. Also auszuknüfteln, probieren, was wir da reinmachen. Tüfteln wollte ich eigentlich sagen, nicht knüfteln, so tüfteln was, genau. Dann jetzt einmal bitte Tür auf und rein. Waren. So, hallo, danke. Da Moped steht. Der Brokkoli ist immer noch das geilste, also irgendwie. Ich weiß noch nicht. So, Home Sweet Home. Was haben wir denn jetzt alles? Sind wir immer noch
voll mit Dings. Und Proteine gehen runter. Okay. Irgendwie. Ja. Ich weiß nicht mehr weiter hier so. Das Ding haben wir jetzt. Das kann ich mal in Verkauf. So, das Ding bleibt, das geht da rein. Das Ding jetzt auf jeden Fall mal in sortieren, dann sind wir das Ding nämlich schon mal los. So, das ganze Zeug hier auch rüber. Wie gesagt, alles einfach mal rüberschmeißen, obwohl ein bisschen was davon werden wir natürlich mitnehmen. Und uns reinkloppen, bevor wir ins AKW gehen. So, dann das, hervorragend, das reparieren, so, und dann nochmal kurz hier rein, ach stimmt, wir wollten eigentlich auch noch Munition herstellen, das könnten wir vielleicht sogar morgen auch noch tatsächlich machen, und da gucken wir mal, was wir morgen alles so fabrizieren hier, genau, wir fabrizieren auf jeden Fall mal, dass wir hier das Smartphone-Akku rausnehmen. Der ist nämlich auch leer. Hauen wir mit da rein. Das Ding würde ich sagen, hauen wir mal raus. Das können wir die Tage zerlegen. Ja, Kraftstoff einfüllen mit Stromgenerator. Hä? Also wahrscheinlich mit dem da oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen mal kurz... Brauchen wir hier, hallo, ich brauche Sparit. Nehmen wir den da. So, dann. Mit kleine kann ich da einfüllen. Genau 10. Ah. Das Ding wieder hier hoch. Moment, wir haben da hier bestimmt einen Baseballschläger oder sowas drin. Nein, natürlich nicht. Warum sollten wir hier auch einen Baseballschläger drin haben? Da haben wir auch nichts Brauchbares drin, sehe ich gerade. Moment, haben wir hier nicht eben... Ist das die? Ich hoffe. Ich wollte gerade sagen, wir hatten doch eben irgendwo eine Asbol reingeschmissen, oder? Ja. Wir schalten mal ein. Dann, Quatsch, nicht in die Hände nehmen. Turn on. So, dann lädt er jetzt wenigstens schön hervorragend. Dann haben wir mal wieder 2 volle Akkus. Baseballschläger da. Sehr schön. Das Ding hier bitte zur Bleiplatte verwerten. Auch gut, weil, ups, so kommt man an die Bleiplatte dran. Ich hatte nämlich gerade Angst, dass er die Bleiplatte jetzt wieder unter den Schrank kloppt, wie des Öfteren schon mal. So, dann würde ich sagen, fahren wir damit morgen mal Munition auf jeden Fall machen. Wir laden morgen um, also wir gucken, dass wir ganz viel Zeug da in den ins Moped kriegen und bereiten uns dann für Montag schon mal drauf vor, AKW. Ja, und ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal Feierabend machen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Dann wäre es super schön, wenn ihr mir einen Daumen da lassen würdet. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dürft ihr mir auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Donnerstagnachmittag. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich sage erstmal ciao, der Falli.